Ich bin Greta von Heng und wir sind hier heute schon unterwegs in unserem Outdoor-Abenteuer. Wir haben was ganz Besonderes heute vor. Wir wollen nämlich schwimmen gehen. Und ihr seht es an der Umgebung, es ist schon sehr herbstlich geworden. Und wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr auch weiterhin schwimmen zu gehen. Nicht nur im Sommer, sondern eben auch im Herbst und Winter da dran zu bleiben. Und da wollten wir euch jetzt mal ein bisschen erzählen, warum wir das machen, wie wir das machen und auf was man da auch einfach achten sollte. Als erstes die Vorbereitung und da ist es wichtig, dass ihr einen Badeanzug, einen Bikini, eine Badehose habt. Ihr könnt auch in einem Neoprenanzug schwimmen gehen. Das ist dann etwas wärmer und man kann auch ein bisschen länger im Wasser bleiben. Ist aber eben auch kein Kriterium, um es zu machen. Wir haben zum Beispiel keinen Neoprenanzug. Und genau, dann ist wichtig und da müsst ihr auf euren Körper hören und auf alle Zeichen, die euch euer Körper gibt. Es ist ganz, ganz wichtig, gesund zu sein, wenn man schwimmen geht. Gerade wenn das Wetter eben, wenn es kühler ist und frischer. Und genau, nicht mit Erkältung ins Wasser gehen, wirklich nur, wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch gerade super gesund, eurem Immunsystem geht es gut und ja, hört da auf euren Körper. Wir haben jetzt auch extra noch eine Woche gewartet, weil ich davor so ein bisschen kränkelig war und dann gesagt habe, nee, dann warte ich lieber nochmal ab, bis ich mich richtig fit fühle. Und auch sonst, ne? Also schaut, dass irgendwie euer Kreislauf stabil ist, weil gerade wenn es dann so plötzlich kalt wird, das sind einfach immer so Situationen, wo so ein Körper, ja, es sind Extremsituationen. Und dann ist wichtig, dass ihr euch aufwärmt, bevor ihr ins Wasser geht. Also so ein bisschen, wir sind jetzt schon hier zu dem See hingelaufen, das heißt, mein Körper ist eben schon hochgefahren, aber ich werde gleich auch noch so ein bisschen mich bewegen, ein paar Dehnungsübungen machen, dass man einfach aufgewärmt ins Wasser geht und ja, nicht abgefroren ist. Außerdem ist es immer ganz cool, mit den Jahreszeiten schwimmen zu gehen. Also wenn ihr im Sommer eben schon viel schwimmen wart, dann versucht im Herbst dran zu bleiben. Dann geht man vielleicht nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sondern ja, versucht so einmal die Woche zu gehen und da einfach den Körper so langsam dran zu gewöhnen, weil dann kommt man nicht so raus aus dem Rhythmus und dann fällt es auch nicht eben so schwer, im Winter dann irgendwie beim Eisbaden das erste Mal wieder ins Wasser zu springen. Also da ja, so einen natürlichen Verlauf mitnehmen. Und ja, wenn wir dann soweit sind, dass wir uns aufgewärmt haben und es ins Wasser gehen kann, und dann gibt es ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Und zwar ist es sehr ratsam, dass man nicht alleine geht. Denn ich hatte das eben schon mal gesagt, so für den Kreislauf ist es schon eine Belastung. Und für eure Sicherheit ist es auf jeden Fall besser und für unsere alle Sicherheit, wenn wir uns jemanden mitnehmen, der vielleicht nicht schwimmen geht oder der einfach nach uns dann ins Wasser geht und so ein bisschen ein Auge auf uns hat. Ne? Also wenn ich im Wasser bin und es geht mir nicht gut, dass mich jemand vielleicht auch rausholen kann oder einfach da ist, um auch Hilfe zu rufen, wenn was passieren sollte. So. Das ist immer so eine Sicherheitsmaßnahme, die man ergreifen sollte. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu lange im Wasser zu bleiben. Also das ist nicht wie im Sommer, dass man so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde rumplanscht, sondern wirklich einmal rein, keine Ahnung, ein paar Minuten schwimmen und dann wieder raus. Und auch das ist was man eben steigert. Also beim ersten Mal ist man vielleicht nur 2-3 Minuten drin und irgendwann kann man auch ein bisschen länger drin bleiben. Das ist eine Übungssache und eine Anpassungssache des Körpers. Aber versucht da nie über so eine Grenze zu gehen. Also wenn euer Körper wird sagen, es ist kalt, ja, aber sobald ihr merkt, es wird einfach zu kalt, ich glaube, man hat da schon ein ganz gutes Gefühl für sich und seinen Körper, dann geht bitte sofort raus. Warum denn überhaupt dieses Schwimmen im Herbst und Winter? Also wir haben das jetzt ja auch, wir machen das ja dieses Jahr jetzt auch zum ersten Mal und wir machen das, weil wir einfach Lust hatten, weiter schwimmen zu gehen, weil uns das Spaß macht und weil wir uns einfach sehr wohlfühlen im Wasser. Und dazu ist es einfach für den Körper etwas sehr Belebendes. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch so Kneippkuren und Bäder. Da, ja, das fördert einfach die Durchblutung und es erweckt den Körper so zum Leben. Und so ist es eben auch, wenn man im Herbst, Winter schwimmen geht.
Und es gibt ja auch viele Menschen, die einfach so schwimmen, ist ja auch eine Bewegung, die dem Körper sehr gut tut. Und wenn man eben keine Lust hat, ständig ins Hallenbad zu gehen oder das einfach ergänzend noch dazu machen möchte, dann ist das einfach was sehr Schönes. Und ich glaube, es ist auch einfach sehr naturverbunden, so mit den Jahreszeiten schwimmen zu gehen und sich da auch so anzupassen in der Länge der Einheiten und so. Ich finde, das ist irgendwie was sehr, ja, was sehr, sehr Schönes und was sehr, sehr viel Spaß machen kann. Wenn ihr dann aus dem Wasser kommt, dann ist es sehr, sehr kalt und da ist es wichtig, dass ihr wirklich euch schnell einmurmelt, also ganz, ganz schnell eure nassen Klamotten auszieht, euch abtrocknet und euch viele dicke Schichten anzieht. Also ich habe jetzt auch hier mehrere Hosen und mehrere Pullover an, eine Mütze auf den Kopf setzen und ja, vielleicht noch Handschuhe mitnehmen, wenn es noch kälter draußen ist und dann auf möglichst schnellstem Wege nach Hause zu gehen oder zu fahren und da unter die warme Dusche zu springen, um euch einfach wieder aufzuwärmen und danach sich auch nochmal zu Hause ein bisschen Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, durchzuatmen und wirklich den Körper wieder hochfahren lassen, was die Temperatur angeht. Ich habe jetzt auch noch einen Tee, mit dem ich dann gleich auf dem Rückweg so ein bisschen vor mich hin schlürfen werde und ja, wenn ich zu Hause bin, dann gibt es auch nochmal einen, einfach um sich wirklich komplett wieder aufzuwärmen und den Körper sozusagen wieder auf Betriebstemperatur kommen zu lassen. Und ich fühle mich jetzt sehr wach und sehr belebt. Mir ist auch schon kalt, deswegen freue ich mich auch gleich eben, mich zu bewegen und loszugehen und auf die warme Dusche. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch Lust habt, das auszuprobieren oder ihr Erfahrungen habt oder ihr es einfach nur spannend fandet. Wie auch immer, lasst uns gerne da in den Kommentaren wissen, ob ihr dabei seid oder ja, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video.